Obwohl sich die Verkehrssicherheit laut Polizei von Jahr zu Jahr verbessert, gehören Unfälle zum Alltag auf Münchens Straßen. Umso wichtiger ist es, dass jeder Verkehrsteilnehmer weiß, wie er sich in so einer Situation richtig verhält. Zunächst ist es wichtig, dass man andere Verkehrsteilnehmer warnt. Ganz, ganz wichtig ist, die Unfallstelle abzusichern mit Warndreiecken, wenn möglich vielleicht sogar in beide Richtungen, dass auch der Gegenverkehr entsprechend gewarnt ist. Ich muss mich selber schützen, ich brauche eine Warnweste, damit mich beteiligte Autofahrer oder sich nähernde Autofahrer auch rechtzeitig erkennen. Und ich muss auf alle Fälle die Warnblinkanlage an den Autos einschalten. Verletzte Personen sollten, wenn möglich, aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Und dann ist es sehr wichtig, erste Hilfe zu leisten. Da kann man nichts falsch machen. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist also unbegründet. Eventuell passiert dann vielleicht sogar noch mehr, wenn man eben nichts macht. Blutungen müssen gestillt werden mit dem Verbandskasten aus dem eigenen Auto. Der sollte immer auf dem neuesten Stand sein. Das heißt also auch, das Verfallsdatum sollte nicht abgelaufen sein. Die Blutungen müssen gestillt sein oder gestillt werden. Und dann muss man schauen, atmet die Person? Wenn nicht, dann sollte man eine Herzdruckmassage durchführen. Ganz, ganz wichtig. Wenn sie atmet, dann eben den Verletzten in die stabile Seitenlage bringen und umgehend natürlich die Rettungskräfte unter 112 oder die Polizei unter 110 sofort verständigen. Die Rettungskräfte brauchen eine genaue Angabe zu dem, was passiert ist. Wichtig dabei sind die W-Fragen. Wer meldet, also seinen eigenen Namen? Wo ist es passiert? Die genaue Ortsangabe, was ist passiert? Wie viele Verletzte sind bei diesem Unfall zu beklagen oder mit wie vielen Verletzten ist zu rechnen? Damit die Einsatzkräfte auch zum Unfallort gelangen können, muss eine Rettungsgasse gebildet werden. Es ist eigentlich ganz einfach. Die Fahrzeuge, die auf der linken Spur stehen, die sollten ganz nach links fahren, ganz an die Leitplanke hinfahren. Alle anderen Spuren so weit wie möglich nach rechts ausweichen und so eine Gasse bilden, wo die Einsatzfahrzeuge dann eben ungehindert durchfahren können. Wichtig ist auch, dass die Gasse offen bleibt und nicht verschlossen wird, sobald ein Einsatzfahrzeug durchgefahren ist.